Wenn du einmal dement wirst, soll dein Leben einfach und überschaubar sein, wenn ich jeden Handgriff im Haushalt übernommen habe. Wenn du wütend bist, weil du vergesslich wirst, dann entführe ich dich in die Musik. Sie will mit deinen Gefühlen tanzen und der Tanz dich aktivieren. Wenn du etwas verlernst, dann übe ich mit dir ohne Überforderung. Dann helfe ich dir bei der Geburt der Gedanken. Dieses Gedicht habe ich für meine Frau geschrieben, denn in der Demenzkrankheit entwickelt die Person eine Retrogenese. Das heißt, der Betroffene entwickelt sich immer weiter in seine Jugend zurück. Und meine Frau ist also gerade in der Pubertät. Und daher schreiben wir uns derzeit Liebesgedichte. Und das ist ein Gedicht, das ich für sie geschrieben habe. Ein Sprung ins kalte Wasser. So beschreibt Herr Fischer die Zeit vor 9 Jahren, als er und seine Frau erstmals mit der Diagnose Demenz konfrontiert wurden. Seitdem hat er sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und verschiedene Methoden entwickelt, die ihm und seiner Frau in der Krankheit helfen. Oft sind es die kleinen Dinge wie Lob oder Anerkennung und regelmäßige Bewegung, wie ein Waldspaziergang, die den Erkrankten gut tut. Im Wald werden also die Stresshormone gesenkt, das Grün beruhigt, der Blutdruck sinkt, durch die hohe Luftfeuchtigkeit ist ein ganz anderes Klima da. Also Waldspaziergang ist sehr, sehr heilsam. Aufhalten konnte er die Demenzerkrankung seiner Frau leider nicht. Aber Herr Fischer hat gelernt, dem Schicksal mit einer positiven Lebenseinstellung gegenüberzutreten. Und wir haben uns zusammengefunden in einer Selbsthilfegruppe, wo also Probleme behandelt werden und all diese Fragen besprochen werden und den Betroffenen geholfen wird. Diese Selbsthilfegruppe findet jeden letzten Freitag im Monat von 14 bis 16 Uhr im Tagesbetreuungszentrum St. Anna in Gmigl statt.